herzlich willkommen zur 9. Ausgabe der Calvary Volksrubrik. Heute machen wir einen Thrash Metal. Da ist die Koordination der beiden Hände gefragt. Also mit Metronom spielen, üben und ganz, ganz langsam anfangen. Am Ende des Riffs haben wir eine spezielle Technik, das ist die Hybrid Picking Technik. Bei dieser Technik spielen wir mit Plektrum und Fingern. In unserem Fall verwenden wir Plektrum und den Ringfinger. Also viel Spaß! Fangen wir mit dem Takt 1 an. So, da haben wir erstmal eine melodische Linie auf 6. Seite. 1. Bund, 3. Bund, 1. Bund, 8. Dann wieder 1. Bund, 4. Bund, 1. Bund, offen. Nochmal. Anschließend kommt Powerchord E5 mit dem Grundton in der offenen 6. Seite und zweimal abgedämpfte 6. Seite. Nochmal Takt 1 komplett. So, Takt 2. So, da haben wir auf Seite 5, Bund 6, ein Hammer-On zum 7. Bund, dann die 6. Seite, abgedämpft, Powerchord mit dem Grundton auf dem 3. Bund, Seite 6, und ein Slide zum 4. Bund. Und dann dreimal die 6. Seite. Nochmal Takt 2. Jetzt mal Takte 1 bis 2. Takt 3 ist genauso wie Takt 1. Takt 4. Der Anfang vom 4. Takt ist genauso wie der Anfang von Takt 2. Danach kommt ein Tritonus mit dem Grundton auf dem 7. Bund in der 5. Seite. Und dann mit dem 2. Finger greifen wir den Bund 8 auf Seite 4. Ein Hammer-On auf 4. Seite zum 9. Bund. So wird aus einem Tritonus Powerchord. Und am Ende kommt dreimal die 6. Seite. Nochmal Takt 4. So, Takte 3 bis 4. Super, wir haben jetzt schon die erste Hälfte geschafft. Das sind nochmal Takte 1 bis 4. Takte 5 und 6 sind genauso wie Takte 1 und 2. Dann kommt der Takt 7. Zählzeiten 1, 2 und 3 sind genauso wie beim Takt 3 oder Takt 5. Und jetzt kommt die Schlusswendung, die wir, wie versprochen, mit Hybrid Picking Technik spielen. Also, da haben wir zwei Seiten. Die 6. Seite, die wir mit Plektrum anschlagen. Und die 3. Seite, die wir mit dem Ringfinger zupfen. So, erstmal schlagen wir die 6. Seite. Dann ein Hammer-On zum 3. Bund. Und wir zupfen die Seite 3 auf Bund 3. Das alles verschieben wir auf den 6. Bund und nochmal auf den 9. Bund. So, nochmal ganz langsam die ganze Wendung.
Jetzt nochmal Takte 7 bis 8. So, jetzt fassen wir erstmal die zweite Hälfte zusammen. Das sind die Takte 5 bis 8. Gut, wir haben es geschafft. So, jetzt machen wir die Zusammenfassung im langsamen Tempo. 1, 2, 3 und 4 und...